Willkommen zurück zu Pikmin. Wir gehen jetzt in das Zentrum des Waldes. Ich habe leider nichts mehr zu trinken hier stehen, fällt mir gerade mal auf. Außer diesen einen kleinen Schluck. Und schauen uns dort mal ein bisschen um. Hoffentlich können wir da überhaupt was machen, ne? Weil wir haben immer erst noch 2 von 3 Zwiebeln. Das heißt, es gibt noch eine dritte Pikmin-Art, Leute. So viel sei gesagt. Gut, dann werden wir jetzt einfach gerecht aufteilen. Ich nehme jetzt einfach 50 von euch mit. Na? Ich nehme jetzt einfach 50 von euch mit. Und 50 von euch. Wir haben nur noch 99 rote Pikmin. Okay. Also die roten Pikmin sollten wir mal, ja, wieder auffrischen. Jetzt bin ich hier runtergefallen. So. Macht mal hier die Brücke. So. Feine. Was ist das da? Nichts. Nichts Besonderes. Oh, was ist das? Ach, das sind diese Geysire, oder? Ja. Das sind diese Geysire. Gut, dann kommt ihr mal mit. Noch keine Blumen hier. So. Ihr dürft jetzt hier mal. Ne? Sehr schön. Die Wand einreißen. Wir gehen mal hier runter und hier rüber. Und schauen uns hier noch ein bisschen weiter um. Oh, was haben wir denn da? Ihr müsst jetzt leider mal hier bleiben. Weil. So. Na? Und er sprießt. Zack. Es handelt sich um ein Pikmin in einer anderen Farbe. An seinen Wangen scheint es ein paar Kiemen zu haben. Das lässt vermuten, dass dieses Pikmin sich ohne Probleme im Wasser aufhalten kann. Es gibt nur einen Weg, das genau herauszufinden. Ich drücke A, um ein Pikmin zu halten, dann drücke ich B, um es dieser Farbe zu wechseln, um ihm einen Befehl zu erteilen. Gut, blaues Pikmin, du darfst jetzt erstmal hier sammeln. Und dann werde ich mal euch zurück beordern. Ja, kommt mal mit. Ihr kommt auch mal mit. Alle. Alle. So, auf zur Zwiebel. Was macht ihr da drüben? Gelben Nektar schlürfen. Okay, kommt mal mit. Ich würde gerne mal so ein paar rote wieder in die Zwiebel beordern, bis auf 11 Stück. Warum 11? Eigentlich wollte ich 10 draußen lassen, aber... Ganz ehrlich, das macht jetzt nichts. Und ihr bleibt jetzt einfach mal hier. Okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um die blauen Pikmin. Ich kann ja, glaube ich, ohne Probleme durchs Wasser laufen. Aber ich muss jetzt natürlich erstmal die blaue Pikmin-Population erhöhen. So. Zack. Und, kommt mal raus hier. So, wo ist meine Fernbedienung? Da. Zack. Sehr schön. Und ihr zwei könnt dann hier jeweils eins holen. Sehr schön. Oh, und da drüben kommt was. Da drüben kommt was angerannt. Da drüben kommt was. Oh, kommt mal schnell weg hier. Oh, was? Ja, nehmt ihn mit. Nehmt ihn mit. So. Wenn ihr ihn ziehen könnt, ist es okay. So. Dann müssen wir die blaue Pikmin-Population erhöhen. So. Nee, nee. Ey. So. Es hat was rausgeworfen. Was auch immer das ist. Sieh mal an, mein Levita-Reifen. Dieser Levita-Reifen ist für jeden Piloten, der sich als Weltraum-Nichtschwimmer erweist, lebensnotwendig. Nice. So. Kommt mal her, ihr. Oh, und die Brücke ist fertig gebaut.
So, die Brücke ist fertig gebaut. Oh, dann könnt ihr noch hier den hier mitnehmen. Na, sammelt mal ein. Und wenn ich euch hier, wenn ich euch hier alle... Kommt jetzt mal mit. So, wie viele brauche ich für den Levita-Reifen? 25 Stück. Die sollten wir eigentlich haben an blauen Pikmin, oder? So, kommt mal mit hier. Nee, die haben wir nicht. Leider Gottes. Leider Gottes haben wir noch keine 25 Stück. So. Oder? Nee, wir haben nur 19. Ja, dann bleibt mal bitte hier stehen. Ihr sollt da stehen bleiben, bitte. Ihr sollt hier bitte stehen bleiben. So. Gut, da oben haben wir auch noch einen Teil. Gut, gut, dann kommt ihr mal mit. Dann nehmen wir diesen Levita-Reifen nämlich mal mit. Wobei, ihr dürft euch auch mal wieder ein bisschen vermehren. So, mitkommen. Ihr 7 reicht. Und da haben wir was zum Aufbomben. Da haben wir was zum Aufbomben. Ihr kommt bitte auch mal mit. Ihr kommt bitte auch mal mit. Und ihr dürft hier mal. Ja, feine. So, wo sind die blauen Pikmin? In die andere Richtung. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich dämmel. So. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne? Da unten. So. Dürft jetzt hier mal helfen. Ja, nein, nein, nein. Ja gut, es ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee, glaube ich. Kommt mal her, ihr Blauen. Ihr dürft euch jetzt erstmal noch ein bisschen vermehren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ihr dürft euch jetzt erstmal noch ein bisschen vermehren. Komm. Ja, ich habe euch da runtergeworfen. Wieder. Ist okay. Kommt mal alle mit. Hab ich alle? Ja. Kommt mal alle mit. Ist vielleicht noch nicht mal so schlecht. So, ihr dürft hier mal ein bisschen schlürfen. Kommt. Ja, feine. So. Und hier mal ein paar blaue Pikmin. Und auch noch ein paar rote. So. Jetzt kommt ihr mal mit. Ah, ich kann hier wieder ernten. Ich kann wieder ernten. Und sollte vielleicht mal ein paar gelbe Pikmin ablegen. Ein paar gelbe können wir ablegen. So, dass wir noch 25 Stück dabei haben. Ja, nehmen wir 25, genau. So. Der Rest kommt mal mit. Ja, wobei, ich spalt euch hier mal auf. Ihr kommt mal mit. Ihr Blauen. Du bitte auch. So. Du da oben auch. Sehr schön. Jetzt sollten wir aber eigentlich genug Blaue haben, oder? Jetzt sollten wir aber eigentlich genug Blaue haben. 25 Stück. Haben wir hier noch ein paar drin? Nein? Okay, 18. 19. Könnt ihr mal bitte hier bleiben? Na? Oh, die Gelben sind aber auch schnell. Oh, da ist ein Gelber. Da ist ein Roter. Komm raus hier. Komm raus. Oh, wo ist denn der Rote jetzt hergekommen auf einmal? Oh, der ist tot. Also manchmal finde ich diese Steuerung... Oh, warum müsst ihr aber auch zu zweit da... Oh. Ja, es geschieht dir recht. Geschieht dir irgendwie schon recht, ne? So. Irgendwie geschieht dir das schon recht. Ah, du lebst noch. Okay, hast du Glück gehabt. Mir fehlen immer noch 3? Oh, come on.
Mir fehlen immer noch drei. Mir fehlen einfach immer noch drei. Zwei fehlen mir noch. So. Ja. Ich bleib mal hier unten stehen. Ich nehme mal nur ein paar von euch mit. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich brauche noch ein paar. So. Also die Gelben auf jeden Fall können mal kommen. Hier. Ihr Gelben, ihr könnt mal kommen. Weil euch kann ich so hoch werfen, denke ich mal. Nee, euch kann ich so hoch nicht werfen. So, ja, dann kommt mal mit. Du gehst mal mit nach da unten. Ihr kommt mal mit. Kommt, kommt, kommt. So. Einfach mal alles da hochwerfen, was geht. Einfach mal alles da hochwerfen, was geht. Dass ihr nicht mehr im Weg steht. So. Ihr geht mir schon mal nicht mehr auf den Sack. So. Wie viel blaue Pikmin haben wir? 23, 24. Einer fehlt. Alter Schwede. Ein Pikmin. Das alles wegen... Weil ein Pikmin fehlt. Echt jetzt. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, da. Komm. Nehmt mal mit. So. Jetzt ein bisschen ZZ. Ich laufe die mal hinterher. Geht's hier schneller? Geht's hier schneller? Wieso sind es jetzt auf einmal nur noch 18? Ihr kommt nicht hinterher, habe ich das Gefühl, hä? Huh? Ist das irgendwo runtergefallen? Hä? Ah, nee, ihr hängt noch da hinten, okay. Oh, Mann. So, mitkommen. Und ihr geht schon mal hier ran. Ihr geht schon mal hier ran. Und das Ding will ich heute noch in diesem Part zur Dolphin bringen. Aber es ist echt sehr merkwürdig, dieser Part, ne? Na komm. Bleibt denn der eine? Jetzt sag nicht... Stopp! Hoch mit dir! So! Du säufst mir nicht nochmal ab! Du säufst mir nicht nochmal ab! Geht das ein bisschen schneller? So, da unten müssen wir als nächstes hin. So, du! Und da kommt da der eine raus. So, dann haben wir hier 24. Oh Mann, ey. Das ist eine schwere Geburt, aber wir haben das Kind zur Welt gebracht. So, komm raus. Und hier dazu. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott, wir haben's. Huch, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, ihr scheiß drecksblauen Viecher, Mann. Jetzt finde ich euch echt ein bisschen kacke. So. Das Ding hier müssen wir mal aufsprengen. So. Hey, kommt mal mit. Haben wir hier irgendwo Bomben oder sowas? Das ist jetzt die Frage. Und wenn ja, wo? Ich glaube, im nächsten Part gehen wir nochmal zum, im nächsten Part gehen wir nochmal zum... zu dem Gebiet vorher. Oh, alle mal weg. Ihr beiden auch? Oh, Beeilung, die Zone geht unter. Ihr sollt mitkommen. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ihr sollt mitkommen. So, auf, rein mit euch, rein mit euch. So. Ich denke mal, die Blauen werden noch gerettet. Ja. Ich meine, ihr seid in der Nähe der Zwiebel, das heißt, euch wird nichts passieren. Euch wird nichts passieren. So, und die Blauen... Sind die noch unterwegs?
Sind die noch unterwegs? Wo sind meine blauen Pikmin? Die sind noch unterwegs. Alter Scheiße, nein, das sind alle blaue Pikmin. Das packen die nicht mehr. Das packen die nicht mehr. Kommt her, Jungs und Mädels. Warum lauft ihr aber auch so einen Umweg? Zählt das, wenn die hier bei mir in der Nähe sind? Dass die gerettet sind? Hoffen wir's mal. Oh, Gott sei Dank. Und ab in die Zwiebel. Ja, die Blauen haben jetzt halt einen etwas weiteren Weg. Aber normalerweise sollte es funktionieren. Normalerweise sollte es funktionieren. Gott, das war jetzt ein echt schwieriger Part. Ach, diese Drecksblauen, ne? Ich hasse die. 5 Tage seit Absturz. Tief im Inneren der Höhle, die ich im Wald entdeckt habe, fand ich blaue Pikmin. Die blauen Gesellen haben kiemenähnliche Organe an ihren Wangen. Überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land und im Wasser leben. Die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen, auch an diesem Ort. Ja, jetzt haben wir wieder keinen Teil gefunden, aber 5 Tage und einen verlorenen Pikmin, der ersoffen ist. Seid ihr doof? So, Speichervorgang beendet. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da. Im nächsten Part gehen wir nochmal hier in den Wald der Hoffnung. Da holen wir uns noch ein paar Teile. Wobei, ich glaube, wir gucken uns erstmal noch ein bisschen im Zentrum des Waldes um. Ja, denke schon. Bis dahin. Ciao, euer Nighthawks.